Servus meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kopfkanal. Oktoberfest und ich liebe es über alles. Die Leute sind glücklich, freundlich, jeder redet mit jedem, jeder trinkt mit jedem, stößt mit jedem an und ist einfach fröhlich. Besonders aber liebe ich auf dem Oktoberfest gebrannte Mandeln und jedes Mal, wenn ich über die Oktoberfestwiese laufe, habe ich eine Packung Mandeln in der Hand. Da habe ich mich doch gefragt, kann man diese nicht auch selber machen, zu Hause? Ja, man kann. Und sie sind wirklich genauso lecker wie auf dem Oktoberfest, auf dem Rummel, auf sonst einem Volksfest oder eben auf dem Weihnachtsmarkt. Ich zeige euch jetzt, wie es geht und viel Spaß mit dem Video. Als erstes brauchen wir 200 Gramm Mandeln und natürlich eine Pfanne. Und jetzt röste ich erstmal meine Mandeln an, damit die Mandeln einfach später noch knackiger sind. Ihr müsst das nicht machen, aber ich liebe es. Und die können jetzt einfach so ein, zwei Minuten anrösten. Und wenn sie so ein bisschen an Farbe gewinnen, dann könnt ihr sie auch schon rausnehmen, das reicht. Und dann einfach ein paar Minuten abkühlen lassen. Als nächstes kommt 200 Gramm Zucker ebenfalls in eine Pfanne mit einem hohen Rand, dann ein Päckchen Vanillezucker und einen halben Teelöffel Zimt und 200 Milliliter Wasser. Jetzt könnt ihr alles gut mischen und das Ganze bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Und sobald das Zuckerwasser kocht, könnt ihr die Mandeln in die Pfanne geben. Jetzt alles gut vermischen und dann heißt es rühren, rühren, rühren. Denn das ist das Geheimnis der gebrannten Mandeln. Der Zucker kann nämlich ganz, ganz schnell verbrennen und sobald hier irgendwas dampfen würde, würde das bedeuten, dass der Zucker schon verbrannt ist. Also immer weiter rühren, immer auf mittlerer Hitze und hier könnt ihr auch schon sehen, dass der Zucker schon ein bisschen dickflüssiger geworden ist und immer, immer weiter rühren. Der Zucker wird immer dickflüssiger und plötzlich sieht eure Pfanne dann so aus und das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist der Zucker, der sich ganz nah um die Mandeln legt. Die Masse wird trocken und klumpig und das ist auch gut so. Das Ganze sieht jetzt so ein bisschen sandig aus, also ihr könnt hier auch ruhig ein bisschen kratzen in der Pfanne, immer weiter rühren, die Ränder auch ein bisschen säubern vom Zucker. Hat jetzt bei mir nicht super geklappt. Und jetzt kommt hier ein super Trick. Jetzt gebe ich hier noch 1 bis 2 Esslöffel Zucker hinein. Dann werden sie noch krosser. Und immer, immer weiter rühren, immer weiter kratzen. Und jetzt werdet ihr merken, dass der Zucker sich plötzlich wieder auflöst. Das seht ihr hier unten in der Pfanne. Das karamellisiert hier so ein bisschen. Und das ist ein gutes Zeichen, denn jetzt könnt ihr die Mandeln rausnehmen. Die lege ich jetzt auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Am besten nicht ganz nah nebeneinander und dann lasse ich sie einfach austrocknen. Und hier sind sie, unsere gebrannten Mandeln und sie sehen wirklich fantastisch aus. Hier sind sie, meine Lieben, unsere gebrannten Mandeln und sie schmecken richtig, richtig, richtig lecker. Ich kann wirklich nur empfehlen, sie selber zu machen, denn sie schmecken genauso gut wie auf dem Oktoberfest. Das ganze Geheimnis bei diesem Rezept ist rühren, rühren, rühren. Wer mehr und Aktuelles über mich erfahren möchte und auch wie die Wiesen so live ist, der sollte unbedingt auf meinen Social Media Kanälen vorbeischauen, auf Instagram und Facebook. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag hier wieder mit einem neuen Rezept. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Eine tolle Wiese.